Hallo zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich bin's mal wieder, die Christine. Und heute mal nicht aus meinem Nähstudio, sondern, wie man unschwer erkennen kann, aus meiner Küche. Das hat den einfachen und naheliegenden Grund, dass ich heute mal etwas backen möchte. Und zwar ganz einfache, leckere, saftige Lemon Muffins. Alles, was wir dafür brauchen, habe ich schon hier bereitstehen, wie zum Beispiel diese saftigen, köstlichen Zitronen, Zucker, Mehl, Eier. Und alles, was wir noch für diese köstlichen Muffins brauchen, das zeige ich euch jetzt. Für die Muffins brauchen wir 325 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, einen halben Teelöffel Salz, 150 Gramm Zucker, 80 Milliliter Öl. Ich nehme dafür ganz normales Sonnenblumenöl, 2 große Eier, die sollten zimmerwarm sein, 250 Gramm griechischer Joghurt, ebenfalls zimmerwarm, den Abrieb von 2 Zitronen. Dann braucht ihr Zitronensaft, 2 Esslöffel für den Teig und nochmal 2 bis 3 Esslöffel für die Glasur. Einen Teelöffel Vanilleextrakt und wer möchte, kann sich noch etwas Zitronenaroma hinzugeben. Für die Glasur brauchen wir 120 Gramm Puderzucker und 2 bis 3 Esslöffel Zitronensaft. Als erstes fügen wir das Backpulver dem Mehl hinzu und ebenso das Salz. Dann alles miteinander verrühren. Beiseite stellen. Zum Zucker werden jetzt die feuchten Komponenten hinzugegeben. Zuerst das Öl, dann die Eier und der griechische Joghurt. Einen halben Teelöffel Vanilleextrakt und wer mag, einen Hauch Zitronenaroma. Anschließend die beiden Zitronen reiben und eine kleine Portion zurückhalten, damit die Muffins gleich damit verziert werden können. Ebenfalls die Zitronen auspressen, sodass wir nachher 4 bis 5 Esslöffel Saft haben. Den Abrieb der Zitronen jetzt hinzugeben und eine kleine Menge für später zum Verzieren zurückbehalten. Jetzt werden 2 Esslöffel Zitronensaft zu dem Teig hinzugegeben und alles schön miteinander verrührt. Jetzt kann auch schon das Mehl nach und nach eingerührt werden. Der Backofen kann in der Zwischenzeit schon mal auf 180 Grad vorgeheizt werden und ebenfalls wird die Muffinform leicht eingefettet. Anschließend wird der Teig gleichmäßig auf die Muffinform verteilt. Ich nehme dafür so einen Eisportionierer. Wenn die Muffinform dann gleichmäßig befüllt ist, kann sie auch schon in den Ofen. Die Muffins werden ca. 20 bis 25 Minuten gebacken und ich habe sie nach 25 Minuten rausgenommen. Während die Muffins im Ofen backen, kann die Glasur vorbereitet werden. Dafür siebe ich mir den Puderzucker und rühre nach und nach 2 bis 3 Esslöffel von dem Zitronensaft dazu, sodass eine cremige Konsistenz entsteht. Die Glasur sollte nicht zu flüssig werden und auch nicht zu fest sein, sodass wir die Muffins gleich eintunken können und die Glasur auch schön haften bleibt. Die Muffins nach dem Backen einige Minuten auskühlen lassen, bevor sie aus der Form genommen werden können. Anschließend die Muffins aus der Form nehmen und komplett abkühlen lassen. Wenn die Muffins komplett ausgekühlt sind, können sie in die Glasur getunkt werden und erhalten damit diese wunderschön glänzende Oberfläche.
Zum Schluss wird auf die Muffins noch etwas von der abgeriebenen Zitronenschale gegeben und schon sind wir fertig. Richtig lecker. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über ein Däumchen hoch von euch. Wenn noch nicht geschehen, solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren, um in Zukunft keine Videos zu verpassen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und einen guten Appetit. Bis bald!